Hey Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder einschaltet. Mein Name ist Kai Dittmann. Bin ich zu jung für eine Haartransplantation? Um dieses Thema geht es heute. Warum geht es heute um dieses Thema? Ich bekomme in letzter Zeit doch viele Anfragen von jüngeren Kandidaten und vielleicht hilft euch das Video, wenn ihr das findet. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr zu einer Haartransplantation geht oder noch nicht. Was ist eigentlich zu jung? 18, 20, 22, 25? Ja, das ist echt eine gute Thematik. Ich sage ganz einfach, zu jung gibt es nicht. Mit dem Alter hat es nichts zu tun. Ab 18 könnt ihr eine Haartransplantation durchführen lassen. Aber wenn ihr mit 18 nur Geheimratsecken habt und der Haarausfall noch nicht weit fortgeschritten ist, dann würde ich es auf keinen Fall machen. Dann müsst ihr noch warten, weil wenn ihr dann schon so jung seid und da schon so tief Geheimratsecken habt, dann bin ich mir sicher, dass ihr mit 20, 22 da oben deutlich weniger Haare dann auf dem Kopf habt. Und so lange solltet ihr auf jeden Fall warten. Und das ist immer das Thema, das meine ich mit zu jung. Nicht gleich mit 18 eine Haartransplantation unterziehen, wenn man spürt, okay, jetzt geht der Haarausfall los. Nee, dann muss man leider die Leidenszeit durchstehen und warten, bis sehr, sehr viel ausgefallen ist. Am besten Fall natürlich, dass eine große Fläche ausgefallen ist, dass man großflächig transplantieren kann. Und darum, zu jung gibt es nicht. Es hat einfach was mit dem Haarausfall zu tun. Wenn der weit fortgeschritten ist, dann könnt ihr es tun. Aber davor würde ich es euch auf keinen Fall raten, weil ihr werdet es bereuen. Ihr werdet es einfach bereuen, wenn ihr zu früh dahin geht und der Haarausfall ist gerade erst in dem Zyklus, dass es losgeht. Ja, was macht ihr dann, wenn ihr dann 4 Jahre später merkt, scheiße, die Haare fallen ja immer weiter aus und dann müsst ihr zur zweiten Haartransplantation. Und wenn es dann dumm läuft, fallen sie wieder weiter aus, dann müsst ihr zur dritten. Und jetzt kommen wir zum Thema. Wenn euer Spenderhaar, diese Haare hier, wo die Haare entnommen werden, nicht genügend Haare hergehen, ja, gute Nacht, dann seht ihr aus wie ein Kaktus. Dann kann man jedes einzelne Haar sehen. Furchtbar. Darum, ich rate es euch nicht. Lasst es und wartet, geht die Leidenszeit durch, kommt in die beste Facebook-Gruppe Haartransplantation, Erfahrung, Tipps, Neuheiten und bleibt da drin, guckt einfach mal die Ergebnisse an, schaut euch die Leute an und da könnt ihr so viele Erfahrungen mitnehmen und dann, wenn der Haarausfall fortschreitet, dann habt ihr auch genügend Know-how, genügend Wissen und könnt ganz beruhigt eine Haartransplantation buchen, wisst, was auf euch zukommt, wisst, welche Methode ja für euch entschieden habt, ob es die DHI-Methode ist oder die normale FUE, da könnt ihr euch dann damit befassen und wisst einfach, was da abgeht. Also Leute, nicht zu jung zu einer Haartransplantation gehen, wartet noch, bis euer Haarausfall weiter fortgeschritten ist und dann macht ihr nichts falsch. Ich war heute beim Friseur, ich zeige euch mal auch, also ihr seht, bei mir wurden ja hier vorne die Haare transplantiert. Das waren bei mir 4200 Crafts und die wurden ja aus dem Spender genommen. Und da zeige ich euch mal, wie der wieder frisch vom Friseur aussieht, dass ihr mal das angucken könnt und für euch entscheiden, sieht man das oder sieht es schlecht aus. Ich denke, da habt ihr jetzt ein bisschen was gesehen und könnt es auch für euch mitnehmen. Ja, das war ein ganz kurzes kleines Video für die Leute, die mich eigentlich mal fragen, bin ich zu jung? Vielleicht findet ihr das Video, dann habt ihr hier die Antwort. Zu jung gibt es nicht, es hat einfach was mit dem Haarausfall zu tun. Das ist ganz logisch die Antwort zu eurer Frage. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei Instagram abonniert. Mein Instagram-Link findet ihr unten in der Infobox. Des Weiteren, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es höchste Zeit, aber wirklich allerhöchste Zeit. Ihr bekommt immer weiter so geniale Videos und irgendwann in der Zukunft werden wir auch wieder oder werde ich eine Gruppe begleiten zu ihrer Haartransplantation. Das wäre dann auch eine richtig frische, lustige Nummer. Ja, das war's. Also gut, macht's gut, euer Kai. Ciao.